Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit mir, dem Inni und zu Folge 10 müsste das inzwischen sein, genau, Folge 10. Und natürlich mit der guten Lara, wo bleiben meine Manieren? Wir sind, ich mach mal hier das Feuerchen aus, ist hell genug. Hier gerade mit Ach und Krach weitergekommen. Jetzt gucken wir mal den Piloten hier, der hat es leider nicht geschafft. Den haben sie erstochen. Zeit nochmal auf ihn rumzulatschen. Eine Runde zu springen. Yay! Das ist schon sehr, sehr bitter. So, wir müssen darüber, nehme ich an. Mal kurz auf die schlaue Uhr gucken. Okay. Ach, da vorne ist ein Lager. Sehr schön. Liegt hier noch irgendwas rum? Weil dann würde ich mal sagen. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Also, wenn sie schon darüber nachdenkt, dann hätte sie vielleicht auch über nachdenken sollen jetzt in dem Moment. Was hätte sie denn anders machen können? Eigentlich gar nichts. Das ist doch... Ich meine, selbst der Landepunkt, den sie da gewählt hat, der war ja schon irgendwie schwachsinnig. Für so eine riesengroße Frachtmaschine und eine Passagiermaschine, wie auch immer, was das für ein Ding war. Auf jeden Fall, sie sah das Ding schon ziemlich groß aus. Da hätten die niemals landen können. Also höchstens, wie gesagt, in der Nähe. Aber wo hätten die da landen sollen? Ist ja alles Gebirgsfläche da. Boah, ich weiß ja nicht. Schwierig, sich deswegen irgendwie vorwurf zu machen. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Okay, dann müssen wir den guten Worf suchen. Mal Munition checken. 27 Kugeln haben wir noch. Okay. Los geht's. Danke, Lara. Das war sehr nutzlos gerade. Es sieht wirklich immer noch richtig schön aus. Und ich bin sowas von gespannt auf den zweiten Teil. Ich bin so... Ich will nicht sagen gehypt, aber... Natürlich! Tschüss, Jungs! Okay, das ist nochmal schon gelernt. Boah, die Knarre verzieht ja jetzt richtig. Was ist denn da los? Ja, ich habe alles getroffen, nur nicht ihn. Oh, fuck! Habe ich alle, oder? Es
muss einen Weg nach oben geben. Den finden wir schon. Munition habe ich denn jetzt noch für die Knarre? Nicht mehr so viel. Okay, wir haben jetzt also den Seilpfeil. Damit können wir uns Wege öffnen. Das ist ein Typ. Was? Komm ich aber nicht hoch, okay. Gleich wieder ein Fähigkeitenpunkt. Parat, das ist schon mal gut. Was ist denn da drüben? Nix. Runtergefallen auf dem Fass. Da komme ich dann wohl offensichtlich noch weiter. Ich würde jetzt mal ganz stark vermuten, dass ich da ranspringen muss. Nein! Oh, verflucht, falsche Taste gedrückt. Der andere hier war doch noch ein anderer. Ach, schau an, da geht's noch hoch. Noch mehr Bergungsgut. Ich glaube, momentan kann ich mir sogar schon wieder was leisten. Das sieht doch mal nett aus. Na, ich weiß ja nicht. Seilbrücke. Benutzen Sie Seilpfeil in der Nähe von Ankerpunkten, um Seilbrücken herzustellen. Okay. Kann ich da oben auch eine Seilbrücke machen? Offensichtlich geht das nicht. Ist noch irgendwas? Ja, und zwar nichts. Danke für diese Erkenntnis. Ich müsste einen Pfeil raufschießen können. Ja, ist ja gut, Mädchen. Alles super. Nanu?
Wie soll ich denn da hochkommen? Da liegt doch noch Bergungsgut. Na gut, gehen wir mal weiter, bevor ich mich wieder in die Sammelei verfriemel. Da geht's offensichtlich durch. Hier liegen noch Pfeile, aber nichts weiter. Wow! Da ist blauer Rauch. Oh fuck. Ach, das ist er ja. Ich hab schon gedacht. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich hab sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen. Mayday, Mayday, hier Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. So ein Arsch, hätte ich den jetzt gar nicht eingeschätzt. Ganz schön hart für so einen alten Sack. Na gut, wir können wieder ein bisschen Punkte verteilen. Genau zu sagen, einen. Aber hier geht's weiter. Knochensammler. Langweilig. Auch nicht so spannend. Boah, das spricht meine Sammellust an, aber sonst auch nicht. Gucken wir mal, was gibt's denn hier Schönes. Erhöht ihre. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Okay. Oh, fuck. Was nehme ich denn am besten? Ich glaube, ich nehme das mit den größeren Munitionsmengen. Eine gute Idee. So, dann werden wir noch unsere Waffen upgraden. Und zwar die Axt kann ich nicht, den Bogen kann ich nicht upgraden. Doch! Beim Bogen geht gar nichts mehr. Okay. Wird auf jeden Fall die Schusswaffe weiter verbessern. Wie habe ich denn? Ich habe 307. Ich müsste das letzte machen können. Schnellfeuermodus. Modifikation am Abzug über die Schussfrequenz. Ja, dann war es das wieder. Aber ein ganz schöner Fußmarsch vor uns. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier bin ich hergekommen, ne? Genau. Mal auf die schlaue Uhr. Die schlaue Uhr sagt, ein bisschen kannst du noch machen. Vergiss, mir entschwindet immer jegliches Zeitgefühl, wenn ich Tomb Raider spiele. Weil ich immer doch ganz schön mittendrin bin. Statt nur dabei. Bitte ist sauber. Fuck. Finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Fuck. Geh runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruine. Ich bin gleich damit. Okay. Zeit verschwendet. Thank you.
Der geht hoch, der unten. Oh Scheiße, das sind zwei. Wo ist denn der jetzt hin? Der ist in die Hütte gegangen, oder? Komme ich hier irgendwie. Nee, dran vorbeikommen. Ich kann hier durchlinsen. Auch nicht. Fuck. Ich habe auch keine andere Möglichkeit. Ich muss da ja lang. Da steht der eine. Wo ist der andere? Ist der hier reingegangen? Ja, da steht er. Vielleicht kriege ich den hinterrücks irgendwie erwischt. Geh mal hoch. Ich geh wieder runter. Wenn er sich da jetzt wieder hinstellt, dann hole ich ihn mir. Komm schon, du Sack. Ja, das wird er nicht kommen sehen. Das kenne ich doch noch. Da sind wir mit den über die Flugzeugteile gelaufen. Okay, so weit weg sind wir gar nicht. Ach nee, das sind die Überreste des Flugzeugs. Hä? Naja. Kam mir irgendwie so bekannt vor. Hm. Ah, da liegt noch was. Und in die Hütte will ich auch noch mal reingucken. Komme ich oben aufs Dach? Sieht nicht so aus. Ja, da lag auch noch Bergungsgut. Alles mitnehmen. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Das Gamepad früh vibriert. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Okay, Pilze. Ach, da liegt noch ein Dokument. Da komme ich wohl noch nicht durch. Na gut, weiter geht's. Ja. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Okay, die sind also auch hier. Ich glaube, bevor wir weitergehen, mache ich hier mal einen Cut. Und dann werden wir mal schauen, wie es mit Roth, Reyes und Co. weitergeht und ob wir Sam wiederfinden. Wir haben noch nicht so ganz rausgefunden, was der gute Matthias eigentlich mit Sam will. Es geht um irgendein Ritual, aber für was? Da müssen wir wohl noch ein bisschen weiter nachforschen. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Ausblick, um mal innezuhalten. Und Lara, winke mal. Na gut,
Sie will nicht winken, sie genießt die Aussicht. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier und dann sehen wir uns zu Folge 11 wieder. Also, bis dahin. Ciao.